möchte also 100% beantworten. Ihre Frage lehne ich hin. Und diejenigen, die informiert werden möchten, habe ich E-Mail und die Antwort, dass wir diese Liste bekommen, und werden wir diese Frage beantworten. Aber die Frage von Ihnen da unten bezüglich der Bildung, da hat Ihnen ja glaubt, dass wir eine Antwort kriegen. Das ist so aus dem Antritt, das muss man sich vorstellen, wir haben ein Antritt drei Volksschulen, einmal Mittelschule, und wir haben insgesamt 7 Flüchtlingskinder derzeit in den Schulen. Und 3 Kinder in Kindergärten bzw. Kindergarten, und dass man circa wissen, von welchen Kindern wir sprechen. Und gerade da können wir die Integration wirklich gut ansetzen. Wir haben eine Integrationsstrategie im letzten Jahr gearbeitet, und da ist der starke Wert, der Schlüssel. Da setzt man über 3 Schienen an. Die erste Schiene ist bei den Kindergartenkindern, die wir jetzt auch um 100.000 Euro verstärkt. Mit dem Kinder schon der Schuleintritt der deutschen Sprache mächtig sind, und so kann wirklich eine Integration gelingen. Und ich bin in den Kindergärten strategisch unterwegs, und ich frage dann auch immer, welche Kinder sind im September gekommen ohne Deutschkenntnisse, und ich bin wirklich oft sehr verwundert, positiv, die Kinder Deutsch lernen. Also da haben die wirklich verstärkt. In der Schule weiß ich, dass das für das Schulsystem eine große Herausforderung ist, und teilweise, wenn Kinder ohne Sprachkenntnisse in die Schule kommen, ist es auch Überforderung für die Kinder, aber auch Deutsch lernen, für die Lehrer und für die Mitschüler. Deswegen haben wir mit dem Land Steiermark gemeinsam eine Schuleingangsphase gemacht, wo wir, das sind jetzt ca. 50 Flüchtlingskinder, die Kinder zuerst ein Grundrüstzeug mitgeben, was die deutsche Sprache betrifft, auch was Traumatisierungen anbelangt, da sind Psychologen in dieser Schuleingangsphase, wo wir mit Kindern arbeiten. Wir arbeiten auch mit den Familien, weil das Schulsystem von Österreich ist diesen Familien oft gar nicht bekannt, die wissen einfach nicht, dass man das aus der Ausarbeitung denken darf, wie es in Schulbeginn ist. Also da arbeiten wir und versuchen auch die bestehenden Schulen zu unterstützen, dass die Kinder gleich integriert werden, sondern die Schuleingangsphase dauert 3 Monate, und wenn die Kinder schon in der Schule können, dann werden sie erst in die Regelschule integriert. Es gibt aber auch ein paar Flüchtlingskinder, die direkt in die Schulen kommen, wo schon ein paar Sprachkenntnisse vorhanden sind. Die dritte Schiene, so die Kollegin aus dem Amt hat die Broschüre hergegeben. Das Projekt nennt sich Startpunkt Deutsch, wo wir jetzt versucht haben, alle Deutschkurse zusammenzufassen. Wir schauen, dass wir eine Qualität herstellen. Alle Anbieter sind zertifiziert worden, dass wir einfach wissen, was angeboten wird. Wir haben vor Ort im Mittel auch wirklich sehr stark verstärkt. Wir haben dafür 150.000 Euro reserviert für zusätzliche Deutschkurse. Und jeder, der den Klassen Deutschkurs machen möchte, der muss seit 2 Wochen in die Reitschulklasse gehen. Dort wird der Sprachstand erhoben. Das heißt, man sieht, schaut, wie gut der Deutsch kann, und dann bekommt er einen Deutschkurs zugewiesen. Aber eine andere Schiene haben wir darüber hinaus auch gemacht, was Werte und Orientierung betrifft. Wir haben seit Jänner einen Kurs, den wir anbieten können, für Jugendliche, Asylberechtigte und Subsidiärschutzberechtigte, wo wir aufklären durch einen Kurs, was wir als Österreich anbieten, aber wo wir unmissverständlich den Leuten auch sagen, was wir von ihnen erwarten. Das ist mir als Integrationsreferent sehr wichtig, weil wir bieten sehr viel an als Österreich, und mir ist es wichtig, dass wir wirklich vom ersten Tag eine klare Sprache sprechen, was wir uns von den Leuten erwarten. Zusätzlich sind wir gerade in Vorbereitung, auf eine Integrationserklärung aufzulegen, wo die Leute unterschreiben. Da kriegen sie in den unterschiedlichsten Sprachen auch vorgelegt, welche Regeln wir haben. Und wir haben das Ganze auch in Sozialleistungen geknüpft. Das heißt, wenn jemand hier nicht bereit ist, das zu unterzeichnen, dann kann er auch die Freiwilligen weisen und den Platz auch nicht zurückgreifen. Das ist kurz ein ganzer Teil des Projekts und die Ehrenamtlichen. Meine Mutter lernt auch die Deutsch mit einer syrischen Familie. Und das ist ganz wichtig, dass wir im persönlichen Austausch den Leuten einfach sagen, was sagt er in Österreich. Und es ist ganz wichtig, dass wir auch so die Sprache vermitteln. Das Integrationsreferent habe ich auch ein Projekt unterstützt, das ist ein Projekt, wo wir
auch den Raum bereitstellen für Deutschkurse. Sie schicken den Kopf für das Andenkpapier, haben wir das bereitgestellt, für das Größenpapier in der Nordbergasse. Und wir sind natürlich auch gern bereit, wenn es hier Beiträge gibt, dass wir zusätzlich den Tisch bereitstellen, dass das gerne an die Linie unterstützen.